Wer ist eigentlich Charles Michel? Charles Michel wurde am 21. Dezember 1975 im belgischen Namur geboren und er ist aktuell Präsident des Europäischen Rates. Charles Michel stammt, wie erwähnt, aus dem belgischen Namur. Das ist die Hauptstadt der belgischen Region Wallonien. Belgien, oder genauer gesagt das Königreich Belgien, wird aus den drei Regionen Wallonien, Flandern und Hauptstadt Brüssel gebildet. Und Namur ist von Wallonien ungefähr so etwas wie Wiesbaden von Hessen. Seine politische Karriere gleicht einem Höhenflug. Mit 18 Jahren zog er bereits in den Rat der Provinz ein, also in den Rat Walloniens. 5 Jahre später wurde er jüngster Abgeordneter in der belgischen Kammer. Die belgische Kammer ist nach dem Senat in Belgien die zweithöchste Ebene der Politik. Im Alter von bereits 24 Jahren wurde er wallonischer Innenminister. Mit 32 Jahren Minister für Entwicklungszusammenarbeit in der Regierung und mit 36 Chef der wallonischen Liberalen, seiner Partei Mouvement Réformateur. Von 2006 bis 2014 war Michel zudem noch Bürgermeister der Stadt Wavre. Im Jahr 2014 selbst erreichte er schließlich die Spitze der belgischen Politik und begleitete bis 2018 das Amt des belgischen Ministerpräsidenten. Wir halten fest, Michel hat in der Politik schon so einiges gesehen. Neben seiner politischen Karriere studierte er in Brüssel und Amsterdam Jura und war zwischenzeitlich in Brüssel als Anwalt tätig. In Fachkreisen gilt Michel als Mann des Kompromisses. Er wird von Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlerinnen als sogenannte Entrepreneurial Leader bezeichnet. Das sind Leute, die sich durch ein besonderes Verhandlungsgeschick auszeichnen und mit einer gewissen Weitsicht in Verhandlungen gehen, was ja insbesondere in der Politik gar nicht mal so verkehrt ist. Diese Fähigkeit hat Michel insbesondere in seinem Heimatland Belgien mehrfach unter Beweis gestellt. Auf europäischer Ebene hingegen glänzt Michel mit seinem Netzwerk. Er pflegt gute Kontakte zu diversen MinisterInnen und PräsidentInnen des Kontinents und präsentiert sich immer wieder als engagierter und überzeugter Europäer. Als Präsident des Europäischen Rates wurde Michel am 1. Dezember 2019 gewählt. Seine Vision für die künftige Arbeit des Europäischen Rates stellt er diesem kurz später vor. Sie spiegelt ein klimaneutrales, grünes, faires, soziales und selbstbewusstes Europa wider, das auch auf der Weltbühne agiert und sich nicht bloß als Beobachter des weltpolitischen Geschehens zeigt. Michel ist fest von der Idee eines starken und gemeinsamen Europa überzeugt. Charles Michel ist somit praktisch seit Beginn der Corona-Pandemie Präsident des Europäischen Rates. Er hat folglich seit Beginn seiner Amtszeit mit der Gesundheits- und aktuell auch noch Wirtschaftskrise eine sehr große Aufgabe vor sich und steht vor schwierigen und langfristig wichtigen Entscheidungen für die Europäische Union.